So, hey ho, euer Mike hier. Ohne viel großartig nochmal den Titelscreen anzugucken, fangen wir direkt mal an mit Binding of Isaac. Ganz normaler Isaac Rune. Ohne viel etc., ohne viel EP, EPP. Haben wir hier. Cricket's Head. Schön den Schaden nach oben ziehen. Ich glaube, der macht 2 und dann nochmal 1,5 oder so. Also richtig nice. So ist es mit den. Mit den Isaac. Ja, da ist doch schon. Da sind wir schon am Floor 1 und der Schaden ist schon sowas von groß. Da lachst du dich kaputt. Lachst du dich da. Gucken wir mal, was wir in den Räumen haben. Holy Water. Und Chocolate Milk. Aufgeladener Schuss. Nö. Kann man auch nicht gebrauchen. Aber Holy Water nehmen wir mal mit hier. Immer wenn wir Schaden kriegen, hinterlassen wir eine Pfütze. Und hier des Tiers, Isaacs Tiers, ne? Schießen wir so in alle Richtungen. Und immer wenn wir schießen, lädt sich das wieder auf. Und dann können wir das wieder machen. Ja. Bin ich nicht so der Fan von. Es gibt auch Max Head, ne? Also Max seinen Kopf. Der macht das gleiche, nur dass er sich nicht auflädt beim Schießen, sondern ganz normal per Raum. Aber da ist das so, der macht auch maximalen Schaden. Und der ist betroffen von Tiereffekten. Das heißt, wenn ich einen Brimstone hätte, könnte ich einen Brimstone in alle Himmelsrichtungen schießen. Das ist eigentlich ein Raumklärer. Besser kann man den nicht haben. So, wir ziehen hier durch. Wie nix. Einmal den Pin. Ja, ist ja jetzt nicht schwer, ne? Man bleibt stehen. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Und geht einen Schritt zur Seite. Und dann macht man hier den, wenn er rauskommt, gibt man ihm den Rest. Oh, die ist gut. Hier ist so ein Shot Speed Up. Vielleicht schaffen wir ja nochmal einen Maschinengewehr-Run. Oh, die rote Spinne. Das ist nice. Mag ich sehr. Dann spawnt er nämlich auf einmal fliegen. Was er ja sonst nicht macht, ne? Wie jeder weiß. So, wie schaut's denn mal aus? Damage und Range ab. Nice. Nehmen wir. Na, uns fehlt ein Raum zum Rerollen. Jetzt fehlt uns die Tür. Nein, wir gehen einfach weiter. Überspringen den Rest. Sind schon fast am Ende des Levels, am Ende des Runs. Ne? So, besser kann es nicht sein. Das habe ich ein bisschen übertrieben, aber. Man sieht ja den Schaden, der ist schon echt nice. Zack, zack. So, was ist mit den Kollegen? Die haben eine Bombe verschluckt, offensichtlich. So, da muss man auch mal aufhören zu schießen ab und zu, ne? Wenn die Kollegen einem zu nahe kommen. Also so wie jetzt nicht. Ja, ja. Und sonst so. Erzählt doch mal ein bisschen. Auch wenn das sinnlos ist, weil ich euch nicht hören kann. Aber es gibt ja so Sachen wie Junau oder so. Wenn wir mal ein bisschen mehr Leute da haben, dann mache ich sowas bestimmt auch mal. Aber jetzt, ne? Mit wem soll ich mich unterhalten? Mit dem Naito? Mit der Naito? Sorry, Schwesterherz. Und mit dem Simple for Life. Aber das war dann, glaube ich, auch schon mit den Leuten, die sich mit mir unterhalten würden. Wobei eine Person davon sich ja, wenn sie möchte, jeden Tag mit mir unterhalten kann. Ja, sowas, das nennt sich Telefon. Ja, aber an der Stelle kann man mal sagen, ne? Die beiden, das sind hier die Viewer der ersten Stunde. Das werden für immer meine allerersten Ultra-Fans sein. Und das kann denen auch keiner nehmen, das Privileg. Und da bin ich auch dankbar für. Wenn ich so sehe, weißt du, du lädst ein Video hoch und du hast direkt da einen Kommentar. Von der gleichen Person. Da macht mich das schon stolz, ne? Weil es gibt so Personen, die warten darauf.
Und die freuen sich auch, wenn du was hochlädst. Und das freut mich dann im Endeffekt. So, Maggie's Faith. Was macht denn nochmal Maggie's Faith? Puh, Mike, sie, erinnere dich. Ich glaube, die Chance, weiße Herzen zu finden, erhöht sich. Bin mir aber nicht sicher. Sollte die Sachen noch besser recherchieren. Oh, was man mal recherchieren könnte, es gab für das alte Isaac eine Isaac-App. Die hatte ich immer beim Spielen dabei laufen. Weil das ist einfacher, man muss nicht den Tab wechseln, sondern macht sich das Handy an, tippt den Namen von dem Item ein und hat die Erklärung da. Diese App sollte auch für Rebirth entwickelt werden, aber da ich ja Rebirth so gut wie durchgespielt hatte und jetzt mich jetzt nicht nochmal darüber informiert hatte, wäre das eigentlich mal interessant. Wenn man das so bei einem Let's Play nicht weiß, dann kann man so sagen, so, boah, ich erinnere mich nicht daran, und dann guckt man schnell auf sein Handy und sagt so, ach ja, genau, das war das und das, weil das merkt man ja nicht. Also gut, man würde es merken, weil man entweder nur läuft oder nur schießt, weil man mit einer Hand am Tippen ist. Also ich kann auch mit einer Hand das Pad bedienen. Also laufen und schießen. Aber das ist auch einfach, weil ich die Skills dafür habe. Oh, Mom's Wig ist natürlich sehr nice. Sieht natürlich jetzt auch extrem gut aus. Mom's Wig spawnt Spinnen. In welcher Frequenz? Puh, schlag mich tot. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich Spinnen-Items oder Fliegen-Items grundsätzlich immer mit. Aber das heißt nicht, dass die immer ein guter Pick sind, ne? Trotzdem, die sind besser als einige andere Items. So, was sagt ein Tacho? Ja, haben wir noch ein bisschen was. Ach, der Piep. Mein freundlicher Hassendgegner. Ich weiß nicht, warum ich den nicht so leiden kann. Beziehungsweise, warum ich den so doof finde. Aber irgendwie hat man das ja manchmal. Dass man einige Endgegner überhaupt nicht leiden kann. Obwohl die einem gar nicht so großartig dafür kommen. Aber ich hasse Endgegner, wo Sachen rumfliegen, denen man noch zusätzlich ausweichen muss. Da habe ich aber auch richtig kassiert, ne? Ah, Plazenta. So, ich bleib jetzt mal 20 Minuten hier stehen. Spaß. Ach ja, habe ich euch dran gekriegt, wa? Ach nee, jetzt weiß ich auch wieder, was Maggie's Faith macht. Jedes Mal, wenn wir einen Floor betreten, kriegen wir hier so ein Ding ins Herz. So ein weißes Herz. Wenn man natürlich so gut ist und das bis in den nächsten Flur tragen kann und Maggie's Faith so auf Floor 1 kriegt, ne, ist das natürlich schon nice. Aber wer schafft das schon, nicht einmal gehittet zu werden? Northern Lion vielleicht. Aber der läuft auch in alles rein. Also für die, die jetzt nicht wissen, wer Northern Lion ist, Northern Lion ist der größte Isaac-YouTuber überhaupt. Also nicht von persönlicher Einschätzung, sondern von Abonnentenzahl. Ich habe mir mal ein paar Videos von ihm angeguckt, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil er einer der ersten war, der Isaac gestreamt hat. Ihr könnt mir natürlich gerne sagen, warum, aber ich persönlich finde seine Videos jetzt nicht so nett. Aber ich will jetzt auch hier nicht große YouTuber runtermachen, ne? Aber naja. Bin mal gespannt, wie viel Hate ich damit auf mich ziehe. Aber ich habe es lange nicht gesagt, aber who cares? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was die Antwort ist. So, alle vier Flammen mit einer Bombe. Klar. Hat der Mike sie geklärt. Range up. Speed up. Und ab geht's. Wortspiel. So, und ich wette mit euch, der Schatzraum ist oben rechts.
Und ich muss natürlich wieder zurücklaufen. Was? Da haben wir aber mal Glück gehabt. Haben wir den hier drin? Common Cold. Machen wir Gift-Effekt. Ja, nehmen wir mal mit. Gift ist eigentlich immer so schön. Und wir sehen natürlich auch sehr gut aus. Als ob der irgendwie Fleisch gegessen hätte, dabei gekotzt hätte und eigentlich immer noch dabei ist zu kotzen. Also der Giftschaden, ne? Man sieht das vielleicht an den Tiers, der triggert nicht immer. So, jetzt könnten wir eigentlich mal ein bisschen Geld verprassen. Das Macho-Armband. Das erhöht die Stärke, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Challenger-Gegner kommen, wird dadurch auch höher. Hier ballern wir mal voll, lohnt sich immer. Jetzt würde ich mir noch ein silbernes Herz kaufen, aber wie doof kann man sein? Da wurde ich durch die Maze wieder nach vorne gebracht. Ich hasse Curse of... Ja, es... Ich muss mir angewöhnen, bei einem Satz zu bleiben und den dann fertigzustellen, bevor ich den nächsten Satz anfange. Ich wollte sagen, Curse of the Maze mag ich nicht, aber Curse of the Blind ist schlimmer. So, haben wir doch geschafft. Adis, willst du von mir... Haben wir hier? Oh, der Pulswurm. Macht nur größer und kleiner, sonst nichts. Oh, jetzt haben wir kein leichtes Spiel mehr. Gegen den Dunklen. Weil das könnte schwer werden. Ich hab den ersten Schaden schon kassiert. Ja, das war jetzt so ein bisschen parodiert, ne? Hat man vielleicht nicht gemerkt. Weiter geht's. Da sind wir gleich schon bei Mom. Jetzt haben wir Curse of the Darkness. Das ist für Streamen immer, oder beziehungsweise für Aufnehmen immer extrem doof. Weil ich müsste eigentlich die Helligkeit ein bisschen höher stellen. Aber ich möchte das ungern machen. Deswegen müsst ihr auch mit dem Fluch der Dunkelheit leben. Ich bin schon wieder ein bisschen un... Wie nennt man das? Nicht, unkonzentriert, ja, aber ich wollte irgendwas mit Nachsicht sagen. Oder aufmerksam. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Mann. So, ich kann ja schon mal ankündigen. Das ist nämlich nice. Ich habe wieder mal mit dem Crow, beziehungsweise dem Tro, ein Let's Play gemacht. Und zwar wieder Dino Blaster, aber diesmal in cool. Weil ich gewonnen habe. Nein, es war wesentlich cooler, weil wir nicht gegen Bots gespielt haben, sondern wir wurden noch sehr nett von der Mira unterstützt. Ich verlinke die beiden Kanäle mal unten in dem Video, schaut euch die mal an. Sind auf jeden Fall zwei richtig nette Personen. Also das meine ich jetzt nicht ironisch, die sind wirklich sehr nett. Und es war, hat auf jeden Fall riesen mega Laune gemacht. Ich muss sagen, mein erstes Video mit dem Tro zusammen fand ich selbst persönlich, von mir aus gesehen, sehr langweilig. Aber das ist wirklich um Längen besser. Na, aber so ist das, ne? Da hat der Mike sie zum ersten Mal Kontakt mit der anderen Let's Play-Gemeinschaft aufgenommen. Und da war er halt ein bisschen schüchtern, ne? Da kann man nachsehen. Aber jetzt. Jetzt doch nicht mehr. Könnt euch drauf freuen, kommt wahrscheinlich morgen Mittag, also Sonntag, 18 Uhr, so um den Dreh. Ja, ich glaube, das haut hin. Ach, was haben wir denn hier? Skapular! Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Nein, ich glaube, wenn wir getroffen werden, kriegen wir graue Herzen oder die Wahrscheinlichkeit, graue Herzen zu kriegen, erhöht sich. Ich sollte öfter mal Isaac spielen, dann weiß ich es vielleicht. Haha, öfter mal Isaac. Also wenn man meinen Isaac-Schnitt sehen würde, ne? Ich habe zwar jetzt nicht so viel auf dem Tacho wie andere, aber ich finde 100 Stunden schon extrem viel. So, für ein Spiel. Ja gut, bei Terraria habe ich noch mehr, aber das ist ja auch, weil man das mit seinen kleinen Schwestern spielt und das ja auch Spaß macht und
ne? So, bauen wir hier nochmal ein bisschen in die Donation-Maschine rein. Lohnt sich immer. Und ich brauche noch ein Achievement, von daher. Ne, der Mike hat nämlich nicht alles freigeschaltet, auch wenn das so scheint. So, stellen wir uns mal neben den Kollegen. Ah, da wollte ich eigentlich das Holy Water neben ihm triggern, damit er konstant Schaden kriegt. Ja, öffne dich doch. Mach doch, was du meinst. Was ist denn hier los mit den Jungs? Ich finde den anderen Kollegen aber schwerer, Megamon. Weil ich finde die Flammen schon... Boah, jetzt haben wir Speed-Up. Boah, jetzt haben wir ein fettes Kinn gekriegt, ey. Boah. Der Isaac, der ist schon so ein bisschen hässlich geworden. Aber er kann halt nichts dafür. So, da haben wir wieder ein weißes Herz. Oh, jetzt ist der Schaden aber... Boah. Jetzt ballert er. Boah. Nein, ich habe mir gerade nicht in die Hose gemacht. Das hat sich nur so angehört. Ich habe mich nur extrem gefreut, dass der Schaden so groß ist. Bitte habt Verständnis. Ich möchte das nicht. So, Kollegen, was geht bei euch? Auf jeden Fall geht keine Diät. Das war klar. Weißt du, wenn man die Gegner auch beleidigt, dann muss man damit rechnen, dass man aufs Maul kriegt. So, was ist mit euch? Nix. Okay, tschüss. Ein Regenbogenbaby imitiert auf jedem Raum ein anderes Baby. Sollen wir das mal nicht mitnehmen? Ein Harlekin-Baby. Das... Ja, ich hätte das Regenbogenbaby nehmen sollen. Ich wusste nicht, dass das Baby im selben Pool ist. Naja. Shit happens. So, was geht denn? Hallo? Hallo? Huhu. So, hier machen wir mal eben Action, ne, in der Hoffnung mal noch ein paar graue Herzen zu finden. Und finden natürlich nichts. Aber hier dann eins, das ist doch schön. Wunderbar. Oh nein! Oh nein! Keine Chance, die Jungs. Keine Chance. Da müssen die früher aufstehen. So, lohnt sich hier rüber? Es lohnt sich immer darüber. Nein, das ist jetzt kein Tipp gewesen. Das ist jetzt einfach nur weil wegen lustig. Paralyse. Das sinnloseste Item, was es gibt. Da sage ich nichts zu. Natürlich muss man hier durch. So, was ist mit euch, Kollegen? Was ist denn los mit euch? Ach, ich dachte, das wäre Paralyse. Tears up. Sowas kann man noch gebrauchen. Das ist doch nice. Da freut der Mike sich. So, was ist hier los? Wollte auch noch ein bisschen kuscheln. So, da kam der Ausfallschritt. Wie beim Tango. Ich weiß gar nicht, ob es bei Tango einen Ausfallschritt gibt. Naja. Bei Mike Z-Tango gibt es einen Ausfallschritt. Ach nein, das ist doch ärgerlich. Dun, 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 dun. Oh, hatte ich auch noch nicht. Einen leeren Raum. Aber ich habe ja auch schon wieder ein paar Patche hinter mir, wa? Ja, spring doch in die Pfütze. Sind das Idioten gewesen? Ja, jetzt springe ich in die Pfütze von dem. Warte, bin ich ein Idiot, ey. So, zack. Kollegen. Was ist los? Hab da schon keinen Bock mehr. So, war das der letzte Schatzraum, oder was? Der letzte Raum, wo wir einen Schatz kriegen können. Ja. Und wir haben jetzt noch gar nicht so ein cooles Setup, leider. Hm, schade. Schade, schade, schade. Da gucken wir mal, was der Endboss-Kampf mit Namen bringt. Ah, da habe ich ja nicht aufgepasst, du. Den Tipp habe ich letztes Mal schon gegeben, wenn ihr normale Tiers habt, in die Mitte stellen, ne? So. Machen wir dann diesmal.
Ja, nach oben oder nach unten? Ich glaube diesmal wieder nach unten. Ja, dann haben wir hier im Rush. Hohoho, ohoho, was sehe ich denn da? Würde sich eigentlich total lohnen. Aber wir machen es nicht und gehen einfach. Boah, der Mikey, der ist so ein Idiot. Ach ja, für die, die das nicht wissen, ne, das ist eins der, also unten rechts in der Ecke, eins der stärksten Items gewesen, was man so kriegen kann. Und wegen Mind, Body and Soul, ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, welches es von den 5000 waren. Naja, haben wir hier ein Maze? Ja, natürlich haben wir hier ein Maze. Da habe ich richtig Bock drauf, so. Weißt du, die Floors sind ja nicht schwer genug, aber nein. Komm, wir packen mal noch eine Maze oben drauf. Weil... YOLO. So, tschüss, Kollege. Das ist halt... Das passiert halt, wenn man den anderen nachmacht. Man muss seinen eigenen Weg finden. Nur so kommt man im Leben voran. Das war jetzt sehr... schön gesagt. Naja. So. Ich habe auch schon meine ersten Hater-Kommentare gekriegt. So von irgendwelchen Leuten. Von wegen, ich versuche jemanden zu kopieren oder sonstiges. Aber weißt du, das stört mich ein Scheißdreck. Weil ich weiß, das sind Kiddies, die haben irgendwelche Vorbilder. Das will ich denen auch nicht nehmen, ne? Aber, ich meine, wenn man immer dem Fame hinterher rennt, ne? Wie sollen denn auch andere Leute irgendwie eine Chance haben, mal hochzukommen? Wisst ihr, was ich meine? So, wir kleinen YouTuber, das habe ich letztens schon zum Tro gesagt. Wir kleinen YouTuber, wir freuen uns, wenn ein Video von uns 70 Aufrufe erreicht. So, das ist für andere Leute, ne, jetzt so große YouTuber nichts. Gut, die haben auch irgendwann mal angefangen, aber irgendwann kommt der Hype und ich weiß nicht, ob man das noch so wertschätzt, wie als wenn man in kleiner ist. Ne? Die sagen halt, man wertschätzt alle Fans, klar, aber ich meine, so wie bei mir das jetzt ist, ich habe, ich glaube, einen Abonnenten, den ich nicht kenne, und das ist der Simple for Life. Aber das ist für mich ein Abonnent, weißt du? Das ist einer, mit dem unterhalte ich mich über Kommentare jeden Tag. Und ich verstell mich da in keinster Weise. Ich bin einfach real, ne? Ich bin real. Und man kann auch gerne meine Freunde fragen oder Kollegen. Ich rede auch in privat so. Es ist so, ne, dass ich es lange Zeit nicht gemacht habe, weil ich dachte, hör mal, ich gehe den Leuten auf den Sack. Aber ich muss auch sagen, so Let's Play ist für mich wie so eine kleine Therapie. Da kann ich mal ausschalten, ein bisschen was erzählen von mir, so sein, wie ich bin. Und es gibt sogar Leute, die sich das angucken. Und das ist für mich eine Bestätigung. Deswegen freue ich mich über alles, was es gibt. Also ob es jetzt ein Kommentar ist von wegen immer, du bist so scheiße und eigentlich geh mal sterben, freue ich mich drüber. Sowas möchte ich öfter. Judas Zunge. Ja, lohnt jetzt noch. Auf jeden Fall. Ich sage euch, wir werden auf diesem Floor noch Guppi. Auf diesem Floor. Das ist natürlich... ist machbar, aber... ich glaube doch eher nicht. Aber hey, es wäre ja nicht Isaac, ne? Wenn hier nicht alles möglich wäre. Das sind auch so Kollegen, die hasse ich. Also die sich vergraben, die roten Köpfe. Weil da bin ich auch noch nicht hintergekommen, was die so können. Aber was sagt er denn nicht Bescheid? Ich hab doch die Karte, wir gehen direkt zum Idlifs. Was ist denn los? Und kriegen hier voll aufs Maul, weil ich nur ein Herz habe und nur noch einen verfickten Treffer abkriegen kann. Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber jetzt darf ich ihn nur noch einen halben kriegen. So, gucken wir mal, was es so gibt, ob der Mike sie genug Swag hat. Aber der hat ja auch noch die Plazenta am Start. Die gibt dem nochmal so ein bisschen Energie wieder. Was ist los? Jetzt machst du doch einen auf langsam oder was? Und ich soll hier minimalst ausweichen. Ich empfehle euch allen, spielt mit Pet.
Fangt nicht mit Tastatur an, das kriegt er nicht hin. Mit Pad. Weil ihr müsst nur zwei Daumen bewegen. Das ist einfacher, als wenn ihr... Wie viele Finger bewegt man bei zwei Tastatur? Also bei zwei, ich glaube vier. Ne, drei. Ich spiele mit drei, genau. Und so müsstet ihr nur zwei Daumen bewegen und andernfalls... Was haben wir denn genommen? Wir sind nach unten gegangen. Jetzt. Das war doof von mir, weil auf dem zweiten Womp gibt's immer Händler. Immer. Immer. Und ich habe noch so viele Münzen. Ach, der Mikey, ob der das noch schafft, das bleibt in... Das war jetzt eine miese Aktion von euch, Kollegen. Gibt's doch nicht. Aber wie der aussieht. Krasser Shit. Schon nice. So, gucken wir mal, was wir hier so drin haben. Eine Safety Cape brauchen wir überhaupt nicht. Hallo, werte Geister. Wie ergeht es euch? Bitte lasst mich nicht sterben. Ich glaube, es ist bald soweit. Hashtag Swagnamite. Hallo. Was ist denn los? Kann man euch irgendwie behilflich sein? Kommt da klar im Leben. Shit. Ich habe Angst. Vor denen habe ich richtig Angst. Also die machen mir... Das sind so die creepigsten Gegner, die es gibt. Vor allen Dingen, wenn man die so loslaufen lässt, ne? Wow. Was da? What the fuck? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab's nicht gesehen. Ich guck's mir gleich nochmal an. Aber ich weiß nicht, wie ich gestorben bin. Wie gut ist das denn? Ich schicke euch den Seed in der Beschreibung zum Nachspielen, weil diesmal war ich so schlau und hab den vorher aufgeschrieben. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Vergesst nicht zu teilen, abonnieren, kommentieren, dies, das, Ananas, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.